Wir pushen heute den neuen Thaddeus Mortis Skin von 0 auf die 1000 Trophäen. Dabei werden wir auch zum allerersten Mal mit den neuen Power-Ups spielen und müssen den ganzen Pass durchkaufen. Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Wir starten rein und zwar haben wir jetzt hier den Free-to-Play-Account. Ich weiß nicht, den habe ich früher mal irgendwie für so eine Woche gemacht. Egal, das ist lange her. Aber auch, ich habe das Projekt nie durchgezogen damals, glaube ich. Wir nennen den Account einfach Thaddeus. So, wird Thaddeus so geschrieben? Ich weiß es nicht. Der Account heißt es auf jeden Fall so. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Thaddeus. Gold oder Gelb machen wir. Und dann noch was im Posteingang. Den Hoheit Rico Spray. Und 15 Münzen, weil der Clubshop entfernt wurde. Das ist doch eine gute Entschädigung. Ah, noch, wir kriegen sogar noch 11 Powerpunkte. Wir scrollen hier von links nach rechts. Wir haben eine ganze Menge Angebote. Als allererstes brauchen wir unbedingt natürlich das hier. Lebpfannenwender brauchen wir. Dass wir den dann auch für Mortis haben. Ansonsten wäre es natürlich ein bisschen schade. Let's go. Power Mahlzeit. Erstmal gratis. Jetzt haben wir Abfall. Super. Abfall brauche ich nicht. Abfall ist für Shelly Cold und so, für die Damage-Dealer. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Krusty Cash oder große Kröten heißen die, ja, genau. 1000 haben wir schon mal. Dann haben wir hier für 79 Gems. Zack. Und ein Creator-Code, ganz wichtig. Wenn ihr mich supporten wollt, dann natürlich ein Creator-Code. Jo Jonas im Shop, gerne auch alle 7 Tage neu eintragen. Wir starten mit dem kleinsten Paket. Power-Menü. Wenn wir den Funwender nicht kriegen, bin ich traurig. Dann müssen wir im Notfall auf einen anderen Account gehen. Bitte passiert das nicht. Funwender. Ananas. Die Kritzel-Ananas. Shit. Für Werfer. Brauchen wir nicht. Und den Sonnenschirm Frank. Den brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich will eigentlich nur den Pfannenwender. So, 2000 Gems. Wir machen das Ganze natürlich nicht zu Hause nach. Ich würde es mir privat nie kaufen. Ne? Ich kaufe es wirklich nur für die Videos. Ich würde niemals so viel Geld ausgeben für das Update. Muss jeder für sich natürlich zu Hause entscheiden. Ja klar. Ganz klar. Aber ich privat würde es nicht machen. Es ist wirklich nur fürs Video. Okay, let's go. Wir hoffen natürlich auf den Pfannenwender. Der Rest ist mir eigentlich egal. Pfannenwender. Wir haben den Pfannenwender. Wichtig. Da gilt ja auch, okay, wir haben nur Mortis aktuell dafür, aber perfekt, genau den brauchen wir ja auch. Level 1 Pfannenwender gekauft, wichtig. Kriegen dazu noch den Bion-Skin, auch wichtig. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber egal. Und wir haben eh noch genug Krusty Cash, die können wir jetzt auch noch easy ausgeben. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas. Vielleicht haben wir Glück und kriegen den Pfannenwender Level 2. Man kann ja sogar theoretisch unsichtbar werden, wenn man ganz viel Glück hat, wenn man Level 3 schafft. Komm. Nein, die Klarinette. Ich denke, man schaltet aber immer erst eins frei, nacheinander. Aber mal schauen, wir kriegen auch hier noch die ganzen Star-Drops. Und wir müssen jetzt auch noch den Pass dann kaufen. Also ich bin auf euren Support angewiesen für die... Ihr habt euch Thaddeus Mortis gewünscht. Das war vor Patrick Bass in der Abstimmung. Vor dem Plankton-Skin, vor Mr. Krabs auch. Also, ja, ich kann eigentlich die anderen auch noch gerne pushen, wenn ihr das euch wünscht. Je nachdem, wie dieses Video auch ankommt. Wir kriegen sogar noch einen weiteren Mortis-Skin, wie cool. Vielleicht kriegen wir auch den Hypercharge-Mortis, wenn wir Glück haben. Erstmal, ja, leider wieder nicht. Tang-Soda, das ist für die Healer. Auch cool, weiterer Mortis-Skin, sage ich nicht nein. Mit dem Gary-Spray. Mann, ja gut, es war unwahrscheinlich, dass wir Mortis kriegen, aber es wäre geil gewesen. Rock Hypercharge ist okay. Wir haben jetzt nochmal in diesem Paket, eigentlich ziemlich geil sogar, Power Meal, Spray 10 Stardust und legendärer Stardust. Natürlich. Ich glaube, man schaltet aber immer von jedem eins frei. Also ja, mal schauen. Wir haben noch einen legendären gleich. Und wir haben den Sandy Jesse Skin hier auf dem Account. Episch. Oh, ein Jackie Spray, warum auch immer das. Ich dachte, das wäre eine Rakete. Okay, das ist ein Bohrer von ihm. Super selten. Powerpunkte, cool. Episch. Immer ein Fünftel vom Hypercharge bekommen mit den Münzen. Neue Ranked Season. Nee, Spaß. Ja, was ist das? Wir müssen jetzt freischalten. Lol. Und wir haben sogar noch hier, Sekunde, wir haben einen Stardrop. Schade. Okay, dann würde ich sagen, wir kaufen uns jetzt schon mal den Pass und jammen dann später noch auf. Kauf war erfolgreich. Let's go. Okay, jetzt vielleicht kriegen wir immer noch den Hypercharge von Mortis. Man kann ja hoffen. Also machen Sie es so, wir öffnen jetzt hier schon mal alles, schauen, was wir freischalten. Und natürlich, wir müssen dann später noch ans Ende sowieso vom Pass. Wir können also Stück für Stück dann freischalten. Das ist, glaube ich, am coolsten. Erstmal 1000 Bling. 2500 Bling. Ich mach's relativ schnell, ihr kennt den Pass, jetzt glaube ich schon. Ich habe das schon oft gezeigt. Cooler Pin. Startups und Credits sind eher cool. Vielleicht kriegen wir irgendwas Cooles. Zum Beispiel 50 Münzen. Das ist sehr gut. Dynamite. Richtig. Erster Brawler schon mal. Wie immer, macht das bitte nicht zu Hause nach. Es ist völlig unnötig, sich den Pass durchzukaufen. Ich will es halt unbedingt. Ich krieg den Skin halt jetzt nicht fürs Video direkt. Ich meine, oh, mythisch. Bei euch zu Hause reicht es ja völlig aus, wenn ihr den Pass auch später habt. 3000 Münzen, wichtig. Wir haben einen wütenden SpongeBob. Sieht sehr wütend aus. Dann haben wir einen seltenen Stardrop. 200 Credits. Dann haben wir 100 Bling und noch einen seltenen Stardrop. Dann haben wir 30 Gems. Dann haben wir einen klatschenden SpongeBob hin. Dann haben wir einen epischen Stardrop. Ist ja immer noch kein, aber wir hatten schon einen legendären allein im Angebot. Ich glaube, die ganzen Powerpunkte. Ich glaube, wir brauchen eher Münzen. Für unseren Thaddeus Mortis. Mal schauen. Selten. Wir haben immer noch einen zweiten Brawler mit 8-Bit. Wir nehmen B. B wird auch verbessert.
Das ist ein cooler Pin. An der Stelle auch vielen Dank an meine beiden Mates Tobi und Arthur. Die sind auch beide in der Beschreibung verlinkt. Die haben einen TikTok-Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Lasst auch gerne hier auf diesem Kanal ein Abo da. Vielen Dank für jeden Support. Da nochmal ein super seltener Startup. 2000 Münzen. 100 Bling. Und... Ah, okay. Aber wir machen den zweiten Teil. Wir machen dann so stückweise auf den Pass. Können dann nach jedem Sieg auch ein bisschen Pass weiter öffnen. Oder komm, wir machen es so. Wir machen das erst wir machen die erste Hälfte jetzt einen Pass auf, danach die zweite Hälfte. Bevor wir es jetzt so kompliziert dritteln oder so. So machen wir das einfach. Dann haben wir die 1000 Credits und die Freischaltfunktion haben wir dann schon. Dann nehme ich einmal den Regenbogen-Spawn-Drop noch. Der ist cool. Einen seltenen Startup, das ist nicht so. Wir haben es nochmal. Komm, irgendwas Gutes, irgendwas Brauchbares bitte. Ein Spawn-Drop-Spray mit großen Augen. Credits. 1000 Stück. Zack. Da haben wir auf jeden Fall schon mal B. Und es ist halt die Frage, was als nächstes in der Rotation kommt. Tick. Mag Tick. Tick ist sehr nervig. Ich hasse Tick als Gegner, aber ich mag ihn selber zu spielen. Ems haben wir noch. Ems kriegen wir auch noch später, bin sicher. Dann let's go. Wir haben auch Trio-Showdown gerade drin. Dann machen wir es schön der Reihenfolge nach. Dann beginnen wir erstmal ohne. Wir machen erstmal Solo. Wir versuchen die erste Runde Power Level 1. Stopp mal, der Pfannenwender gilt hier gar nicht. Jetzt sind wir Power Level 1 ohne Gadget, ohne Star Power und ohne Pfannenwender. Oh, okay. Aber gegen Ems sind wir dafür sehr gut. Sekunde. Jetzt nicht völlig OP ist. Ja, okay, sehr gut. Also selbst mit Power Level 1 können wir zum Glück was machen. Die war eventuell ja auch Power Level 1. Zwei Cubes. Das ist ein kompletter Hardcounter gegen Ems. Und Mortis ist aktuell eh OP, also. Können wir eigentlich wieder drauf gehen? Zack, zack. Zack, zack, zack. Ah, aber ein bisschen offensiv. Wir hätten auch sterben können. Hell, hui, geil. Fünf Cubes. Da unten. Ein Bow ist es. Zack, zack. Ulti, zack. Junge, Power Level 1 ist so bodenlos. Hat uns eigentlich easy killen können. Erster Win. Power Level 1 haben wir geschafft. Direkt Power Level 7. Und dann haben wir auch noch den Pfannenwender. Schauen wir uns dann auch noch direkt an. Ich bin sehr gespannt auf den Pfannenwender. Und dann den Skin haben wir natürlich auch noch. Den aktivieren wir auch noch gleich. Power Level 7. Erstes Gadget Combo Kreisel. Da kreisen wir uns um 360 Grad und machen 1600 Schaden. Und wir haben auch schon mal ordentlich Leben. Schon mal über 6000 jetzt. Okay, so jetzt der Combo Kreisel. Pass auf. Zack. Ich finde das andere Gadget persönlich besser. Oh, das ist wieder gut. Jetzt kann ich den Combo Kreisel noch einsetzen und die Ulti. So, zack. Ich finde den Kombi-Kreisel gar nicht mal so schlecht. Kombi-Kreisel plus Pfannenwender. Dann können wir auf einen Schlag 4000 Schaden raushauen. Das könnte auch die Kombi werden. Wir testen die dann gleich mal später. Zweiter Win, 20 Trophäen. Zweites Gadget ist die Überlebensschaufel. Da können wir, das ist krass, da können wir halt 4 Sekunden lang schneller nachladen. Ich weiß auch nicht, was schneller heißt. Ist es doppelt so schnell? Boah, die drei Kisten würden es schmecken, ne? Ich will wenigstens die zwei Kisten hier kriegen mit ein bisschen Glück. Hier der Bull, jawohl, Loster Bull, wichtig. Die Dash ist durchstehen. Ah, nee, okay. Zack, zack, zack. Und die Kisten nehmen wir uns auch noch mit. Okay, der bleibt aber auch AFK rumstehen. Okay, keine Ahnung. Wir holen erstmal die Kisten, weil das Problem ist, gegen den Bull haben wir sonst echt Probleme, glaube ich. So, jetzt hier. Zack, zack. Aber nicht schlimm. Nur ein bisschen erkältet. Ist hier das Gadget wieder gezeigt, ne? Also man greift halt schon deutlich schneller an. Das merkt man schon sehr. 33 Trophäen schon mal. Und wir gehen auf das... auf die Star Power gehen wir erstmal. Und dann noch Hyper Charge, stimmt. Boah, das wird wild. Und auch den Pfannenwender. Wir haben noch so viel zu zeigen. Erstmal erstes Gear. Erstes nehmen wir einfach Damage Gear. Für Mortis, Damage Gear immer gut. Und dann nehmen wir Star Power. Welche Star Power nehmen wir? Erstmal die schlechtere Star Power, würde ich sagen. Die ist schlechter, laut Pros auch. Aber die ist auch trotzdem okay. Wir kriegen 20% Leben wieder, wenn wir einen Kill machen. Okay, wir müssen... Oh mein Gott, das sind 4 Kisten, das ist wild. Zack, zack. Ah, ich habe ihn einmal... Oh je, ich habe gekillt dabei irgendwie. Oh, nice. Ich kann da so viele Kisten... Ich habe noch nie so viele Kisten, glaube ich, gesehen. In der Map. Einschlag. Toll. Ein bisschen Angst gerade, ehrlich gesagt, weil der Devil so wartet hier die ganze Zeit. Jetzt gehen wir rein. Zack, zack, zack. Nice. Ja, wir können den Heal und die Star Power gerade gar nicht sehen, weil wir eh full life waren. Wir snipen den einfach ab mit der Ulti. Zack. Das hat nicht gereicht. Egal, den müssen wir noch finishen. So. So, hier. Zack, zack, zack. Ulti. Das gesehen, wir sind noch gehealt. 20%, ne, mit der Star Power. Jetzt mal hier. Zeig kurz. Da. Ja, ist, die Star Power ist wirklich nicht so stark, finde ich jetzt auch persönlich. Wir kommen zur zweiten Star Power. Die ist krass. Da haben wir den größeren Sprung 2 Sekunden schneller. Und dann noch gleich Hypercharge und dann noch den Skin und dann auch noch den Power-Up. Wir haben so viel zu zeigen beim Mortis heute, ist krank. Okay, auf geht's. Was haben wir jetzt aktiviert? Den neuen Skin, ne? Und die Star Power, mit der wir den... Ah, wir können es schon sehen, ne? Der Dash, der ist halt 2 Sekunden schneller da. Das finde ich persönlich... Das ist echt eine geile Star Power. Die spielen auch die Pros alle. Ich finde die richtig nice. Ihr könnt halt viel aggressiver und schneller hier, guck mal, auch wieder raus und rein. Oh. Bin ich mit? Da könnt ihr viel aggressiver, schneller rein und rausgehen, ne? Das ist halt schon ganz geil nochmal. Guck mal, jetzt hier wieder. Wir haben jetzt schöne lang, jetzt auch noch mit Gadget, haben die Cubes noch mitgenommen. Guck mal, die arme Ems. Zack. Zack.
Der ist von meinem Pokémon weggelaufen. Und dein Pokémon stellt sich in den Poison. Der ist im Poison gestorben. Ist das bodenlos, mein Mate? Muss ich echt nicht austanken, ne? Und der läuft auch weg. Das kann er nicht. Was machen die denn alle? Na gut, wir sind auf 100 Trophäen, ne? Aber trotzdem. Komm. Wir kommen zu Mortis. Power Level 11. Ich würde sagen, wir kaufen direkt den Hypercharge. Machen noch eine Solo-Runde und dann gehen wir rein mit dem Power-Up. Oder gleich auch dem Thaddeus Mortis-Skin natürlich. Das soll besser sein. Wobei für Showdown würde ich eher Schild kaufen. Wenn wir Büsche haben, auch eventuell Speed. Ansonsten eigentlich immer das Gadget hier. Das Game für die Cross. Das sind die Fledermäuse 50% schneller. Okay, wir kaufen Hypercharge. 5000 Münzen ist teuer. Doppelte Fledermäuse, die kommen noch zurück, ne? Ich muss trotzdem auf die Kisten gehen. Das ist sonst zu dumm. Aber es ist halt echt, also für Solo ist der Hyper... In Brawl Ball und so wird der Hypercharge halt anders reinhauen später. Ja, ist auch doof, ne? Kann es halt immer wieder so ein bisschen an hier... Ja, guck mal so. Die macht nicht perfekt. Ja, besser geht's nicht. Perfekt. Die killt uns niemals, so langsam wie die ist. Guck mal. Ja, wir machen wieder Ulti. Das ist noch knapp geworden. Aber jetzt haben wir den Hypercharge aufgeladen. Geil. Und dann gleich den Thaddeus Mortis und noch den Pfannenwender. Boah, ist geil. Jetzt, wir warten kurz. Sind wenigstens ein bisschen... Heal mal bitte. Na, egal, noch einfach. Zack. Ja, und dann kommen wir jetzt zurück, ne? Ja. Auf geht's. Okay, letzte Runde ohne den Skin. Wir machen mal Original Mortis mit Hut. Machen Trio-Shodern an. Und dann holen wir uns danach direkt den Skin. Jetzt haben wir den Pfannenwender zum ersten Mal. Bin sehr gespannt. Zum ersten Mal das Trio-Shodern mit Mortis. Vor allem mit dem Pfannenwender zum ersten Mal. Hier, wir lauern den auf. Hallo, mein Mate? Oh, nice. Das war der Pfannenwender, habt ihr es gesehen? Der hat die letzten AP weggeklatscht. Wir können jetzt kurz warten. Pfannenwender, komm. Ah, nee, nicht so lange warten. Der lässt halt immer wieder auf, ne? Es dauert, bis er wieder kommt. Wir sehen es hier. Es dauert echt ganz schön lange. Mit Stufe 3. Mal jetzt hier wieder klatscht. Stufe 3 würden wir dann auch noch. Boah. Hypercharge. Der war ein bisschen racist, aber egal. Mit Stufe 3 würden wir noch unsichtbar werden. Ach, ein Kill. Schöne erste Runde hier. Okay, für den Skin müssen wir leider den kompletten Pass durchkaufen. So, jetzt. Brawlpass durchgekauft. Wichtig. Und das heißt, wir gehen erstmal auf die Credits. Wir sollten auf jeden Fall Ems noch freischalten können. Schauen, was wir noch so kriegen. Kriegen auch einen Spielertitel. Kriegen am Ende noch einen legendären Star Drop. Und kriegen natürlich vor allem die verschiedenen Farbversionen. Das ist ein cooler Pin. Der ist aus dem Intro von SpongeBob scheinbar, ne? Der Pin sogar. Wusste ich gar nicht. Gar nicht so bekannt vor. So, wir kriegen wieder Münzen. Dann kriegen wir Bling. 200 Credits wieder. Also Ems kriegen wir safe. Ems kriegen wir safe. Gut. Was kriegen wir noch? Ems. Daryl ist so part. Daryl ist total OP. Plankton Daryl ist auch eh geil. Ich glaube, die meisten wollten noch Patrick... Oh, yo, das ist auch ein geiler Pin. Das ist ein cooler Pin mit dem Gary. Der Schnecke. Die letzten 10 Stufen. Ich will nochmal Lack und ziehen. Irgendwas Cooles. Der erste Thaddeus Mortis Skin. Müssen wir euch abstimmen, welche Version am besten von den dreien ist. Das ist die erste Brawl Pass Plus Version. Das ist der rosa Thaddeus Mortis. Mit dem Pin. Dann haben wir natürlich den... weißen wahrscheinlich, schätze ich mal. Thaddeus Mortis würde ich ihn jetzt nennen. Das ist die zweite Brawl Pass Plus. Nee, ist der blaue. Wie ist der blaue? Eigentlich eher weiß, aber ja, die Kappe ist blau, okay. Haben wir ihn wieder mit dem Pin. Oh, wir kennen noch Devil sogar. Boah, Stu, Pam oder Griff. Ich sag Stu. Jetzt hier, das ist die Originalversion aus dem Brawl Pass. Das ist der Thaddeus Mortis einfach, okay. Hat auch so ein Spielereignis, das ist eh geil. Schwammkopf hier noch als Titel und damit gehen wir hier auf Mortis drauf. Und jetzt die große Frage, welcher von den drei ist am besten? Okay, jetzt zum ersten Mal mit Thaddeus Mortis, mit dem Pfannenwender, rein in Trio Showdown. Mit Hypercharge, mit dem Pfannenwender, das ist eigentlich voll OP, oder? Sieht schon geil aus, ne? Jetzt hier komplett SpongeBob schon. Ich feiere das extrem, muss ich sagen. Schaut es euch an. Mit dem Pfannenwender, mit der Klarinette, einfach Thaddeus im Spiel. Das ist echt schon geil. Guck mal, jetzt können wir direkt reingehen und... Boah, dieser Pfannenwender ist so OP, ne? Salz gewesen, ich glaube Otis. Zack. Jetzt kommt direkt der nächste Pfannenwender am besten. Schnell. Oh, das war knapp. Und auch wie diese Noten aus. Ich liebe diesen Skin auch, ne? Und schau auch, wie groß diese Klarinette einfach ist. Und zack. Oh. Hä? Der Auto-Aim ist. Wo aimt denn der hin? Egal. Und wieso stellt sich mein Botmate in den Poison, Mann? Jeff. Dass ich noch mehr Cubes haben kann, bestimmt. Jetzt später besiegt. Komm, wir haben 11 Cubes. Wir können das nicht verlieren, Mann. Wir können das nicht verlieren. Wir gehen rein, wir gehen rein. Ich heb meinen Hypercharge noch auf. Ja, ist eigentlich eh zu spät. Es waren alle. Ich glaube, im 3 Uses 3 wird der Hypercharge eher zu nutzen sein. Aber schöne ersten Runden hier. Okay, das erste Mal Quallenfischen hier. Oh, da sind übel viele Quallen direkt. So, am besten einfach Quallen saven und dann rausgehen, nicht zu offensiv. Anwender ist noch am Start. Bei Quallenfischen müsst ihr immer aufpassen. Sobald ihr eine Qualle einsammelt, wird dieser Timer zurückgesetzt, den ihr hier seht, ne? Müsst ihr jetzt hier sehen können, ne? Wenn ich jetzt hier eine neue einsammle,
wird es immer zurückgesetzt. Also am besten immer die Quallen einmal saven erst, ne? Alle zusammen. Hier. Einmal voll laufen lassen und dann hier mal zurück. Oh, ist okay, sehr gut. Boah. Ja, das ist eine souveräne erste Runde hier für Quallenfischen. Den Barry kann ich auch easy killen. Oh, ist ein bisschen arg offen. Zack. Das, dieser Pfannenwender ist so genial, ich liebe den. Die Ulti. Das war ein bisschen arg offensiv, egal. Ist halt nicht schlimm, ne? Ist ja anders als Gem Grab. Wir haben ja die Quallen schon sicher jetzt, in die 15. Können sie auch nicht mehr weggenommen werden. Ganz cooles System. Zack. Was mich ein bisschen nervt, ist der letzte Hit, den wir normalerweise... Oh, ist die Hypercharge schon mal. Der letzte Hit, den wir normalerweise kriegen würden, den wir noch normalerweise brauchen für die Ulti, den kriegen wir ja nicht. Der Edgar ist dumm, der lässt sich... Die kannst du ja die Quallen wieder wegnehmen. Erste Runde Brawler. Am besten, wirklich ohne Witz, ist es gut, offensiv zu gehen. Was macht der denn da? Er ist ja noch einfach Pro. Ohne Witz, was machen meine Mates? Es ist, also wirklich, ich erwarte jetzt auch nicht zu viel oder so, ne? Aber das ist bodenlos. Hypercharge. Zack, zack, zack. Zack. Er ist schon krank. Okay, fair, das sind natürlich jetzt Bots oder so, aber er ist schon krank, ne? Aber meine Mates, also sorry, meine Mates sind ja anders. Also wirklich. Zack. Das ist aber schon witzig, wie man die abfarmen kann. Ich bin mal gespannt, aber ohne Witz, es könnte auch noch höher gut klappen. Mortis ist echt OP mit dem Hypercharge aktuell. Erste Runde Brawler gewonnen. Wir gehen direkt weiter. 9 zu 0. Meine Mates 0 zu 3. Ist okay. Boah, jetzt 5 versus 5. Okay. Haben wir diesen Spachtel? Nee, ich weiß nicht, Spachtel. Den Pfannenwender hier nicht. Oh, Tor direkt. Das glaube ich ohne den Pfannenwender, ne? Muss ja aufpassen, immer Streuschaden. Das sind sie jetzt. Okay, das war ein schnelles Game, WTF. Normalerweise geht 5 vs 5 immer so lang. Rang 10 schon mal damit, stimmt. Eigentlich spiele ich Rang 10 immer die entscheidende Runde in Solo, aber egal, ich bin 5 vs 5. Tresorraub mit Krusty Cash sogar. Oh, da bin ich sehr gespannt. Und klatschen weg. Perfekt. Boah. Double Kill direkt. Also ich sag ehrlich, der Pfannenwender echt geil. Hä, das schon wieder der Nächste? Wie schnell ging das denn? Alter. Ich kann halt nur keinen Damage machen. Das müssen halt eher meine Mates dann übernehmen. Digga, was machen die denn? Boah, ist das OP? Es ist, ich kann halt keinen Schaden dann jedes Mal. Ich mache jetzt hier 2k Schaden einfach. Meine Mates machen auch irgendwie... Was machen meine Mates eigentlich? Jetzt ist auch... Wir sind echt zu dritt. Boah, ist der Pfannenwender noch on top. Ganze Zeit. Pfannenwender. Irgendwas? Ach, schade. Ist das bodenlos, ne? Ich sag's ehrlich. Also, dass wir das komplette Match bis zum Ende spielen müssen, das ist insane. War schlecht, egal. Mit Thaddeus Mortis jetzt. Und Pam T. Karl. Da rein, zack, zack. War ein bisschen offensiv, aber ist egal. Wieso bleiben die stehen? Ich check's halt nicht. Egal, wir haben's. Ja, ich kann die nicht one-shotten, glaube ich, muss kurz warten. Und zack, zack, zack. Oh, es reicht nicht mit einem Schuss. Zwei hat's noch. Der macht ziemlich gutes Matchup, glaube ich, allgemein, gegen die. Oh, meine Mates haben einen guten Job gemacht. WTF. Zack. Zack, zack. Auf geht's. Gegen Pam, Jesse und Ray. Von auf jeden Fall das Gadget gegen Pam. Oh. Ach, der Pfannenwender ist aktiv, ja, das ist easy. Zack, zack. Der Arme. Ich muss nur einen Schuss oder zwei Schüsse treffen, dann ist er schon weg wegen dem Pfannenwender. Boah, ich habe nicht mehr den Heal. Ich habe nicht mehr die Ulti gebraucht, das ist krank. Heftig. Sehr schön. Okay. 15er Streak bisher. Kriegen wieder Krusty Cash. Sind bei 1,6 angekommen. Nicht ganz. Oh, Larry, Lowry und auch noch Barley. Zwei Werfer. Das schmeckt. Edgar natürlich jetzt nicht so, aber ansonsten mal schauen. So, hier schön warten und rein. Ja, okay, ich hätte nicht in Edgar reingesollt, ich weiß, egal. Ich hab keinen Bock jetzt zu warten. So, ein bisschen warten. Zack, zack, Ulti, zack, Double Kill. Ja. Ist das jetzt auch ein bisschen krankes Matchup, ne? Gegen zwei Werfer auf einmal, ne? Jetzt haben wir noch einen Hypercharge aufgeladen, theoretisch. Wir müssen aufpassen. Der gibt schon auf. Wir geben, glaube ich, beide, oder, ja, vielleicht auch nicht. Zack. Boah, ist das OP aber auch, ne? Junge. Oh, ich darf jetzt nicht so reinlaufen. Ich bin fast tot. Ja, krank. 10 Gems. Es wird höchstens noch ein Edgar jetzt irgendwo kommen. Ein bisschen aufpassen. Da ist er schon. Die Ulti war eigentlich dumm. Ich hätte eigentlich erst, egal. Und zack. Oh, Gadget drücken. Zack. 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 Ist das OP. So, 4 Cubes, komm. Zack. 6 Cubes. Ich konnte nicht nur verlieren, Mann. Ist wieder die Streak weg.
schon das zweite Mal, dass ich jetzt die Streak verloren habe heute. Zack. Ja, das ist ein Gigi, perfekt. Hauptsache die campen nicht, die letzten Gegner, das hasse ich immer. Letzter Gegner. Wo ist er? Da. Zack, Hypercharge. Hat er gesehen. Habe ich normalerweise trotzdem, oder? Werde Trophäen erreicht, wichtig, mit Mortis hier. Auf geht's, entscheidende Runde für 5er Trophäen mit Deus Mortis. Junge, ist eigentlich so geil, das mal zu sagen. Deus Mortis einfach in Solo-Showdown. Auf geht's, das ist direkt eine Shelly, ich hoffe, die pennt noch ein bisschen. Sollen wir die Kisten hier kriegen können. Ah, das, oh, Mo, ah. Nee, ist eigentlich chillig. Er will Team, ich ignoriere es einfach und gehe auf die Kisten und dann kill ich den gleich. Hä? Was ist denn sein Plan? Will er sterben? Hä? Dachte er, kriegt nicht? Ich verstehe es nicht so ganz. Es gibt keinen Grund, da die Kisten aufzuheben. Aber guck mal, wir haben jetzt schon 6 Cubes direkt. Oh je. Der kann eigentlich nicht nochmal rollen, weil, okay. Jetzt habe ich natürlich mein Gadget raushauen müssen, mein letztes Gadget. Ich muss aufpassen, dass er irgendwie die Shelly. Oh mein Gott, das sind nur Tanks die ganze Runde. Was ist das denn? Guck mal, Daryl, Primo und Shelly. ETF. Am ehesten kann ich da eigentlich fast noch auf Daryl gehen, oder? Ja, okay, der war ein bisschen lost. Ist ja schon 7 Cubes jetzt. Also ich weiß nicht, ob wir Platz 1 werden können überhaupt, wegen dieser Shelly, ne? Ich muss am besten ihre Ulti raushauen. Ja! 10.000 Schaden, Mann. Ich hätte wirklich nicht reindashen sollen. Aber wir haben es genau geschafft. 500. So, auf geht's. Wir sind drin im entscheidenden Spiel für 600 Trophäen. Riff, Shelly, Piper hier einmal. Nicht so geil, ehrlich gesagt. Also vor allem Shelly halt gar nicht geil. Griff eigentlich auch nicht geil. Also insgesamt ist nicht unbedingt das... Ja, okay, auf die Piper kann ich jetzt schon mal ganz gut gehen. Nice! Immerhin die Piper bekommen. Ja, Hälfte zur Ulti schon mal aufgeladen, aber ja. Das wird echt, das ist nicht das angenehmste Matchup. Und damit entscheidendes... Oder noch ein Tor für die 600. Oh, ich muss aufpassen. Sie stellt an, die Shelly ist hier. Perfekt, kann ich die Piper erstmal killen. Die mich schon wieder voll mit ihrer Ult erwischt. Perfekt. Nice. Let's go. Okay, Zwischenstand. Weiß nicht genau, wie lange wir unterwegs sind. Ich schätze mal so 1 bis 1,5 Stunden jetzt vielleicht. Oder nicht mal. Den Push. 600 Trophäen. Auf geht's. Entscheidende Runde für 7er Trophäen. Wir haben jetzt hier Thaddeus Mortis im Start. Wir müssen es insgesamt ungefähr auch 5-mal in Duo-Showdown gewinnen. Das wird auch nicht gerade leicht werden. Wir gehen am besten mal direkt jetzt hier voll auf die Mitte, habe ich mir gedacht. Normalerweise kriege ich hoffentlich, oder kommt jetzt. Ich mache sogar mein erstes Gadget schon an. Dann kann ich auch schneller dashen. Auch die Cubes schneller hier rausholen. Ice Dynamike, wichtig. Er haut hier schon mal ins Nichts. Ah. ETF. Ja, gut. Habe ich auch eine Ulti rausgehauen schon mal? Ne, ich habe ja keinen getroffen bisher, stimmt. Ich denke, sind alle drei Teams. Oh lol, ja, da sind alle da auf dem Haufen noch irgendwie, ne? ETF, wie gerne. Der bohrt sich hier rein. Also Chester ist eh eine gute Idee, der ist echt ziemlich nice auf dem Schaden. Ein Handschuh verloren? Oh, der hat seine Handschuhe nicht mehr. Ist wichtig. Das ist irgendwo da oben. Wir haben jetzt schon Top 3. Kann ich warten. So, jetzt aber nicht nochmal. Genau, muss eigentlich einfach nur ein bisschen abwarten und dann kann man reingehen. Nice, das ist mal weg. Einmal in die Wand gedasht, egal. Nice. Okay. 7er Trophäen sind schon mal sicher. Mit dem Thaddeus Mortis Skin, da sehen wir ihn einmal. Weiter geht's. Let's go. Die entscheidenden 3 Runden für 750. Ich dash in die Mitte, würde ich sagen, komm. Oh Junge, was ist das denn? Warte, bis dann. Was ist das? Hilf mir noch ein bisschen bei den Kisten, korrekt. Okay, ist stuck. Kann eigentlich jetzt hier die Ulti in dem Aufladen ein bisschen. Oh, jetzt ist eh, ja, easy, easy. Kann ich hier reingehen? Nice. Oh, 6 Cubes, hast du irgendwie Cubes? Oh nein, schon wieder. Unten. Ja, ich kann eigentlich eh rein, der ist perfekt. Nice. Sehr schön. 8 Cubes, wenn wir gewinnen. Noch 2 Runden für 750. Ah, da wird es ein bisschen näher, Junge, was ist das für einer? Wieder voll in die Ecke. Sehr schön, sehr schön. 9 Cubes. Du machst echt sehr viel Damage. Ja, ja. 10 Cubes jetzt. Jetzt kann ich hier einfach. Ah, Mann, ich habe noch meinen Hypercharge gedrückt. Das hat es wehgetan, dass er nicht mehr rausgekommen ist. Egal. Hast du, oder? Ja, okay. Hat trotzdem wehgetan. Das wäre so ein schöner Hypercharge auf beide geworden. Egal. Schöne Runde, 2 Games, dann haben wir 750. Auf geht's. Auch 34er Winning Streak. Ja, da ist schon. Oh, ja, das ist gut so. Kann ich hier die Kiste wieder gehen? Jetzt kann ich hier die Kiste holen. Nice, wichtig. Und der Cole stirbt auch noch, das ist bitter für ihn. Oh, das ist echt bitter gelaufen. Nice. Sehr, sehr. Kannst du nicht mehr noch eine Crow holen? Boah, das ist krass. Oder? Slow noch? Nee. Hätte sogar killen können, eventuell. Ja, ist eigentlich gemacht. Okay. Das ist wild. Nice. 4 Teams noch am Leben. Ulti ist auch am Start. Wenn wir jetzt eigentlich... Ja, normalerweise schaffen wir das. Sind wir schon mal bei 750. Sehr, sehr stark. Ems. Nice, habe ich auch. Das ist ein Tick im Poison einfach. Wie random. Einfach killen. Richtig. Immer noch nicht Showdown.
Jetzt, da sind die letzten Teams. Nita Cold. Als ob dieses Cold-Team überlebt hat. Richtig. Das war eine schöne. Okay, wir sehen 6-0-3-0 nochmal. Letzter Win für 57. Die entscheidende Runde für Rang 25. 57 Trophäen. Ich gehe mal direkt in die Mitte. Das Jump-Pad. Ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Oder? Klar. Ja, wenigstens ein Cube habe ich. Oh je. Ich muss irgendwie raus. Ich sterb. Oder? Oh mein Gott. Ich habe irgendwie überlebt. Keine Ahnung wie. Längst ganz in der Ecke hier. Nicht so geil gerade. Ja, die Mütze geht schon ein bisschen ab. Komm wieder raus. Ist okay. Das ist ein Willow und ein Daryl. Ja, Willow, denkst du, ist natürlich nervig, Daryl. Und rechts ist das andere Ding, oder? Boah, das gefällt mir jetzt gar nicht mit der Ulti auch gerade von dir. Vielleicht Mist. LOL, okay, so ist perfekt. Ja, guckst du mir eigentlich rein, sogar aggressiv. Der muss es eigentlich sogar weg eher. Ja, ich wollte gerade sagen. Hol mir den jetzt einfach, komm. Ach komm, ich hätte die Ulti früher drücken sollen, egal. 57 auch damit geschafft. Oh, braucht das noch? Boah, Junge, wie viel Schaden. Selbst mit dieser. Achso, diese Glocke macht der doppelten Schaden, stimmt. Das hat 6k Damage gemacht. Ja, das ist crazy. Auf geht's. 57 damit auch geschafft. Mit Mortis schon mal. Gute Runde nochmal hier auch. Und Tobi. Let's go. Entscheidendes Game für 800 Trophäen. Cold, Tick, Mortis. Okay, Tick kann ich sehr, sehr gut fokussen. Irgendwie alle drüben. Der hat einfach auch noch ein bisschen. Ja, nice. Okay, gut, der hat auch irgendwie völlig gepennt. Der hat einfach, hat keinen Hit gemacht. Ich geh mal rechts über die. Jetzt hier, weil. Kann ich, glaube ich, auch Tick besser rausnehmen. Ja. Der Kopf kommt. Ja, der stirbt mich trotzdem, das ist dumm. Oh! Ja. Okay, Zwischenstand. 800 Trophäen. Eigentlich ein, oh, das ist echt ein sehr, sehr gutes Tempo, sehe ich gerade, ja, auf jeden Fall. 40er Winning Streak, genauso weiter. 805. Okay, auf geht's. Entscheidendes Game für 850. Rang 27 jetzt. Wir haben direkt den langen Dash. Ich jetzt hier schön auf deinem Mike. Oh, Bass ist natürlich eklig. Weg. Bass. Ja. Echt ein bisschen eklig jetzt. Ja. Ist nicht sterben. Perfekt, wichtig. Ulti fast aufgeladen. Der stellt sich einfach in die Ecke. Jetzt ist was der denn jetzt da. Nice, haben wir auch. Perfekt, 1-0. Ein Tor für 58. Jetzt noch schön die Ulti am besten gleich treffen. Jetzt hier schon reindashen. Den haben wir. Oh, oh. Jawoll. Nice. Okay, krasser Push bisher. Also wir sind jetzt, glaube ich, innerhalb von, ich glaube, 52 Minuten, also 50 Minuten allein heute, plus 500. Das ist echt krass. ETF ist super schnell. Okay, entscheidende Runde für 900. Danach kriegen wir auch nur noch plus 11. Ich glaube, es ist 10, nee, plus 11, glaube ich. Ja. Jetzt ist ein ganz wichtiges Ding. Shelly auch schon. Das sind echt eklige Brawler hier auch auf der Map für mich. Shelft hier. Ist halt dumm. Ich kann halt gefühlt nie keinen reingehen. Also die Shelly noch am wenigsten, ne? Ich mach ein bisschen. Oh, war gar nicht mal so verkehrt, die Ulti auch weggehauen. War ganz praktisch. Killen wir noch schnell. Okay, dumm. Ich dachte, ich krieg's mal zwei Hits, waren aber drei. Das haben wir wenigstens schon mal die Ulti. Und wir haben noch drei Gadgets vor allem, das ist auch ganz gut. Ja, ich hab die Bomben, Pimmel tot. Der da. Fast noch nicht, wenn er kann. Nice, ist okay. Schön, schön, schön. Oh nein, der Primo nochmal. Falsch. Schade. Oh, du machen. Oh, ich dachte schon, ich habe so zu spät geschossen. Also früh geschossen. Ein Tor für 900. Hyperchart ist aufgeladen. Ich habe sogar noch drei Gärde, sehe ich gerade. Tö, mach mal nichts auf. Der Primo und Ulti ist schon. Oh, was habe ich denn da gemacht? Die Ulti ist nicht rausgekommen. Ich hätte den Button irgendwie nicht getroffen. Ich habe einfach Hypercharge gedrückt. Richtig. Nice. Besser, aber war okay. Immerhin habe ich die Ulti jetzt auch gehabt, weil ich den Hypercharge davor gemisst hatte. Ja, Sapai, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, aber ich bin mir auch manchmal nicht sicher, ob es am iPad auch liegt, am Handy auch liegt. Weiß nicht. Ja, Handy ist nicht so geil. Jetzt. Ja, okay. Jawoll, das war doch schön. Nice. Nee, das war's schön. Irgendwie, dass ich die Ulti davor gemessen hatte, war im Nachhinein sogar lucky, weil irgendwie habe ich dann dadurch noch viel mehr rausholen können. Nice.
900. Oh, Triple Tank. Die letzten 5 Games. Daryl, Frank und Mortis jetzt hier. Hier bei außen. Ist der Frank jetzt da? Digga, ich treffe. Das kann nicht sein. Nice, richtig, hast du getroffen. Mach ich mit der Ulti da. Echt. Ich bin schon fast Hypercharge aufgeladen. Aber ein bisschen aufpassen, der Ulti. Ja, gut, besser. Sehr, sehr schöne Hypercharge. Stark für mich. Gekillt, richtig. Stark. Okay, 1-1. Ein Tor für 950. Hypercharge ist aufgeladen. Oh, jetzt ist der Ulti halt eklig. Oh, der nervt. Der ist nicht Hypercharge. Der war jetzt ein bisschen früh, oder? Nein! Oh mein Gott! Und ich kann sogar noch killen wegen dem Respawn-Shots. Ich habe jetzt Hypercharge. Oh nein! Was? Hypercharge. Ist das dumm. Ich habe vor allem so den Hypercharge jetzt gewastet und die Ulti auch noch. Sehr wichtig. Nice. Schön. Für den Ball. Mal kurz. Der wollte die ganze Zeit auch, ne? Der wartet die ganze Zeit. Ich? Der ist schon okay, jetzt Hyper. Oh, sehr, sehr gut. Kriegen wir zu zweit. Hoffentlich. Überhaupt. Habt ihr Ulti noch ready? Jawoll! Boah, das war nochmal schwer. 950. Sehr, sehr schön. Da haben wir es. 7-2. Schöne Runde nochmal. Oh, ach, hier 80.000 Schaden hier. 956. Die letzten 4 Games jetzt. Okay, El Primo, Frank und Mortis. Auf geht's. Interessant. 20 HP entkommt er, ja, das ist insane. Also, kann ich nichts zu sagen. Okay. Nice, kann ich schon mal. LOL! BTF, glaube ich, nice, wie ich dachte. Stark. Okay, krank. Sehr, sehr wichtig. Wir gewinnen noch 3 Games. Warum auto-aimst du die Ulti? Mache ich eigentlich nicht. Kann sein, dass ich es gerade einmal gemacht habe. Oh, das war jetzt grauenvoll, das hat keiner gesehen. Da hätte ich mal lieber auch Auto-Aimt an der Stelle. Okay, ich passe gleich rüber. Nice. Die letzten 3 Spiele. Stark. Haben wir's. Let's go. 967. Auf geht's. Die letzten 3 Games jetzt. Adios Mortis. Das ist ja auch, was ich hab. Ja, sehr gut. Richtig gut. Stark. Wichtig, sehr gut. Auch schon Ulti aufgeladen. Oh. Was? Ich dachte erst, es ist gewagt. Aber okay, muss aufpassen, Cyber Charge. Ja, okay. Perfekt. Was? Ist Ulti noch gehört sogar? Irgendwo bitte. Pass auf. Jetzt habe ich alles. Ich habe 3 Gadgets noch. Ich habe Hypercharge, ich habe Ulti. Komm. Das ist geil. Anfangen. Erster Kill schon mal. Nice. Let's go. 2 Games. Vorletztes Game. Oh nee, nicht Gale und Moe und so ein Mist nochmal. Nicht so Bock drauf. Oh Mann. Ja, wir sneaken uns hier langsam an die ran. Das sind halt schon die Ulti, leider. Ist halt nervig. Boah, ist nervig. Ist raus. Hatte die Ulti immerhin völlig gewastet. Das ist ganz praktisch eigentlich. Oh. Das war dumm reinzugehen. Ich hätte nicht gedacht, ich würde scoren. Nein. Was ist der dritte? Das ist Jackie. Oh, Jackie, achso. Halt. Ja. Oh Gott. Hast den Ball weg. Jetzt versucht. Oh, nein, nicht das vorletzte Game jetzt. Oh, der Ball ist bei Tobi, perfekt. Oh, es war lucky, dass der Ball zu dir gekommen ist. Das ist einfach das hier. Hey, mein Ding gekillt. Nee, es gibt's nicht. 0-1 im vorletzten Game, egal. Nice, Ulti auch getroffen. Ja. Nice, Hypercharge auch aufgeladen. Jetzt komm. Ja, Gale natürlich jetzt extrem. Nice! Ja. Komm, rein. Ach, Digga, das nervt wieder. Nein! Ja! Er hat den Ball abgegeben, geil. Sehe ich. 5-3, schöne Runde nochmal.
So, jetzt. Letztes Game für 1000. Auf geht's. Wieder Junge. Mo, Search und Mortis. Das ist nicht so geil. Auf geht's. Ja, Mo halt schwierig wieder. Auf wen gehe ich am besten? Aber erstmal den Mortis jetzt hier killen. Perfekt. Das ist schon ignorant, einfach. Ich wollte gerade sagen, der ist ein bisschen Lost auch hier. Oh ne, das wollte ich nicht. Ich gehe ein bisschen rein. Perfekt! Stark. Let's go! Ein Tor! Für die 1000. Okay. Wie drei Gadgets. Oh, aufpassen. Nice, den habe ich auch, richtig. Oh, Junge, Mo macht mehr Schaden, als man denkt. Das ist krank, Mo ist so stark. Nein. Er kann nicht scoren normalerweise. Ich habe gleich Hyperchance, also das ist auch nicht schlecht. Er soll jetzt wirklich da reingeht, okay. Ja. Ist der Hypercharge gefarmt an mir, so. Das ist auch gleich. Stark, stark, stark. Oh, den Hypercharge gewastet, sehr gut. Jetzt haben wir es eigentlich. Ja, wobei. Passt hier, Tobi? Nice, nice. Komplett clean, 0 auf 1000. Das ist es. 3 zu 1 mal, sehr, sehr schöne Runde. 1000 Trophäen, 57er Streak. Lieber, wenn ihr euch kostenlos supporten wollt, dann gerne an Creator-Code JoJonas. Ganz rechts im Shop, gerne auch alle 7 Tage neu eintragen. Ansonsten lasst gerne ein Abo da für mehr Brawl Stars. Haut rein und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.